der Map. Mühlenkreis, Mittelland. Auf dem Bauernhof von Patrick. Folge 15. Und auf jeden Fall werden wir jetzt hier mal weiter spielen. Wo war ich denn heute stehen geblieben? Genau. Ich habe jetzt Feld 49, 50, 51, 52, 53. Bin natürlich gerade noch am Überlegen, was ist mit Feld 4 und mit Feld 48? Was kostet das denn? Ui, ist aber auch ein bisschen teuer. Da ist Gerste. Ja, komm. Das kaufe ich mir auch noch. So, dann müssen wir unser kleines Laborchen mal holen. Für die Bodenproben. So. Dann fahren wir mal hier eben hin. So, und dann werden wir mal hier eben hier Bodenproben entnehmen. So. Und auf jeden Fall werden wir eben jetzt hier mal eben die Bodenproben einsammeln. Sind ja nicht viele. So, ich glaube so 6, 7, ja, 7 Proben, ja, 7. Und dann schicken wir das mal ein. Dauert natürlich wieder 5 Minuten, bis wir das Ergebnis haben. Und auf jeden Fall packen wir das Labor wieder weg. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht.
Und auf jeden Fall. Passt das jetzt hier so hin? Und ich weiß jetzt nicht, soll ich mir Tiere holen oder nicht? Da bin ich immer noch die ganze Zeit am Nachdenken, ob ich das machen soll. Aber da muss ich mal ja, genau überlegen. Dann passt das. Alles und dann überlegen euch, wenn ich hier noch so ein paar. Genau. Jetzt fällt mir gerade noch eine schöne Idee ein, was ich machen werde. Ist nämlich, ich kaufe mir noch einen kleinen Hof. Jetzt muss ich mal gucken, was ist klein genug? Was kostet der? 28,5 und 18, ja. Hof 2 passt dafür. Und wo war das denn jetzt hier? Genau hier. Hier werde ich die Teile verkaufen. Da ich dann hier wieder Platz habe. Die vier können ja hier stehen bleiben. Das macht nichts. So, und auf Hof 2. Alles hier. So, und dann habe ich jetzt genau da auf Hof 2 meine ganzen Solarzellen und ein Windrad noch aufgebaut.
Und werde jetzt noch ein paar Aufträge annehmen. Feld 28 nehme ich gerne an, um zu düngen. So. Jetzt muss ich natürlich nur wissen, wo ist denn Feld 28? Da unten in das Sägewerk. Ist das, dann fahren wir hier lang. Und auf jeden Fall werden wir dann das Feld düngen. Kommen genau an Feld 28 auch raus. Dann klappen wir mal die Maschine auf. So, und dann machen wir mal eben hier. Das geht ja hier schnell. Und auf jeden Fall werden wir das jetzt mal eben hier fertig machen. Und auf jeden Fall geht das jetzt hier auch wieder natürlich sehr schnell. Dann passt das hier schon so. Und auf jeden Fall werde ich das jetzt bei ihm ja fertig machen. Das geht ja eigentlich recht schnell.
Deswegen, also darauf brauche ich mir keine Sorgen zu machen, da ich jetzt hier nicht so 8 Stunden dafür brauche. Durch die Arbeitsbreite ist es halt eben recht einfach. So. Und auf jeden Fall werde ich jetzt dieses Mal, wenn ich genug Geld habe, für Nachschub sorgen auf Hof 2 für Windenergie und Solarzellen. Dass ich hingehen kann, da ich noch eine Einnahmenquelle habe, dann passt das alles. So. Feld 36, das müsste genau neben Hof 3 sein. Das geht ja auch ziemlich schnell. So. Das geht ja auch ziemlich schnell jetzt hier, die Aufträge. Weil die Felder sind meistens immer extrem klein. Und daher kann man das schon mal ab und zu mal so machen, direkt. So.
So, dann machen wir jetzt mal Feld 35. So, dann ist das Feld auch fertig. So. Und auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier erstmal die Aufträge fertig machen, um Geld zu verdienen. So, dann fahren wir auf Feld 45. Fahren wir einfach mal querfeld ein.
Und auf jeden Fall werde ich das jetzt hier erstmal fertig machen. So, und auf jeden Fall ist das jetzt erstmal der letzte Auftrag. Und dann werden wir mal gucken, was wir auf dem Hof noch zu tun haben. Aber auf dem Hof habe ich ja eigentlich ja nichts mehr zu tun. Aber jetzt hier die ganze Zeit auch nur Dünger rumfahren, ist auch nicht gerade das Feinste. So. Und auf jeden Fall werden wir da jetzt noch mal so ein Windrad holen. Und dann passt das hier jetzt. So, dann bringen wir mal die Maschinen zurück zum Hof.
Und dann passt das. Und dann werde ich wieder Zeitsprung machen, also Zeit vorspulen bis Spätsommer, da ich dann anfangen kann zu ernten. Und dann passt das. So. Und dann stellen wir mal die Uhr auf 120 ein. Zwar kriege ich nicht so viel Geld, wenn ich die Zeit vorspule, aber das macht ja nichts. Was haben wir da noch drinne? Kalk. Was sagt denn das Wetter? Was haben wir denn da alles eigentlich? So. Was sagt der Milch? So. Ja, was soll ich sonst machen? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, immer diese ganze Zeit diese lahmen Aufträge anzunehmen und das dann so zu machen. Wo ich ganz ehrlich sagen. Und dann lasse ich lieber die Zeit auf 120 laufen. Ja, weil das einfach nur dumm ist. Ganz ehrlich. Also, was soll ich sonst die ganze Zeit machen jetzt?
Deswegen. Was haben wir denn da für einen Boden jetzt überhaupt? Oh. Schulfingerton. Okay. So, jetzt haben wir mittlerweile Sommer. So, dann nehme ich hier mal den Fendt aus der Halle. Und den Miststreuer. Ja, wie auf Echtzeit. So, und dann fahren wir mal auf Feld 48 hier vorne. Und so, und dann tun wir mal hier Mist streuen. Und dann passt das. Und dann werden wir das jetzt mal eben hier fertig machen und dann mache ich später weiter. Aber ernten kann ich nicht. Ist zwar fertig, aber ernten ist nicht. Aber ich habe einen beschränkten Zeitplan, wann ich das dann ernten kann. Und das ist jetzt noch nicht so weit. Das dauert jetzt erst noch eine Zeit lang. Deswegen. Können wir mal gucken eben. Was habe ich denn jetzt hier? Weizen. Nein. Erst spät Sommer kann ich anfangen. Auf allen Feldern kann ich da erst im Spätsommer anfangen zu ernten.
Geht halt einfach nicht anders. Was soll man machen? Ich habe mich dafür entschieden, jetzt das Wetter da mal realistischer zu machen. Saisonarbeit, und dann muss das halt eben so gemacht werden. Natürlich könnte ich jetzt auch hingehen, mir ein kleines Waldstück kaufen und Bäume sägen. Aber das ist ja auch langweilig. Die ganze Zeit Bäume zu sägen. Deswegen. So, dann sag ich mal, bis später.